In diesem Video ist jetzt was Neues und in dieser Aufgabe. Wir haben zwar zwei fixe Punkte gegeben, die haben wir aus der Angabe rauslesen können. Und dann gibt es aber ein Dreieck, das nicht ABC heißt, sondern ABCN. Und das N steht eigentlich sozusagen für unendlich viele. Das heißt, ich kann unendlich viele Punkte C zeichnen, für die dieses Dreieck entstehen kann. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt hier einfach mal die Punkte A und B fest eingezeichnet, habe dadurch die Seite C schon mal in dem Dreieck fertig. Aber wie komme ich jetzt auf die Punkte C? Da muss immer noch eine Zusatzinformation dran stehen. Und das tut es hier, indem BCN gleich 6 cm ist oder 6 Längeneinheiten, könnte man im Koordinatensystem auch sagen. Das heißt doch, dass alle Punkte C 6 cm von B entfernt liegen. Und das funktioniert doch über einen Kreis. Haben wir doch damals bei den Konstruktionen auch schon gemacht. Wenn wir dann um B einen Kreis mit 6 cm Länge gezeichnet haben, dann wussten wir, alle Punkte C können auf diesem Kreis liegen, weil alle diese Punkte auf dem Kreis 6 cm von B entfernt sind. Warum das jetzt hier ein Halbkreis geworden ist, das will ich euch kurz zeigen. Ich habe einfach mal mit meinem Geometrieprogramm alle möglichen Punkte C mal eingezeichnet. Quasi einfach einen Punkt auf diesen Halbkreis gelegt und dann habe ich ihn hin und her sausen lassen. Das sind quasi alle Dreiecke, die dadurch entstehen können. Unendlich viele. Aber was passiert eben an den Grenzen? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier runtergehe und auf der verlängerten Geraden von AB oder verlängerten Geraden von AB, genau, den Punkt C zeichnen, dann habe ich noch eine Strecke. Dann habe ich kein Dreieck mehr. Genauso ist es auf der anderen Seite hier. Wenn der Punkt C dann auf der Strecke zwischen A und B landet, dann habe ich auch eine Strecke und kein Dreieck mehr. Und alles, was darunter ist, ist auch kein Dreieck ABC mehr, sondern dieses Dreieck würde dann heißen ACB, also quasi andere Bezeichnung. Aber in der Angabe steht drin, wir suchen die Dreiecke ABC. Deswegen kommen nur die Punkte in Frage, die hier lila markiert sind. Nämlich die auf dem Halbkreis mit Radius 6 cm um den Punkt B. So, jetzt wissen wir quasi, auf welcher Ortslinie, so nennt man das nämlich, alle Punkte liegen, die für C in Frage kommen. Das reicht uns aber noch nicht, um Dreiecke zu zeichnen, sondern da brauchen wir weitere Angaben. Und das werde ich jetzt mit euch Schritt für Schritt lösen. Bei der Aufgabe B ist es zum Beispiel so, dass der Winkel C1BA gegeben ist. Jetzt müssen wir ein spezielles Dreieck zeichnen. Hier oben galt es quasi für alle Dreiecke CN. Das war das, was ich euch gerade gezeigt habe. Das sind eben alle diese Dreiecke. Jetzt zeichnet man ein spezielles. Und für dieses eine spezielle Dreieck gilt C1BA gleich 42 Grad. Wie bezeichnet nochmal ein Winkel? Das, was in der Mitte steht, ist immer der Scheitelpunkt. Also quasi der hier. Das heißt, hier haben wir einen Winkel, der dann 42 Grad groß ist. Den zeichne ich jetzt hier gleich mal ein und dann ist auch klar, wo beide Eigenschaften gleichzeitig gelten, also quasi diese Angabe vom Beginn und diese 42 Grad Winkel aus der Aufgabe Aufgabe B, dort muss dieser Punkt C1 liegen. Und damit habe ich mein Dreieck ABC1 gezeichnet. Bei der Aufgabe C soll man rechtwinklige Dreiecke zeichnen. Nun, wie war das nochmal mit dem rechten Winkel? Das war doch eigentlich so, dass man da einen Thaleskreis verwendet hat. Denn wenn ich jetzt hier die Strecke AB habe und ich muss einen rechten Winkel dazu zeichnen, dann hat man doch hier den Mittelpunkt genommen, einen Thaleskreis gezeichnet und dort auf diesem Thaleskreis lagen dann alle Punkte, die einen 90-Grad-Winkel von dieser Strecke AB hatten. Und dort, wo jetzt dieser Thaleskreis quasi den lilanen Halbkreis schneidet, nämlich die, wo quasi alle Punkte C drauf liegen, dort muss mein neuer Punkt C2 liegen. Und damit habe ich mein zweites Dreieck, ABC2. Also, man muss hier immer wieder sich vor Augen halten, diese ganzen geometrischen Ortslinien, die wir von damals kennen, mit eben Kreis, wenn wir 6 cm entfernt sind, oder Thaleskreis, wenn es 90 Grad sind, die muss man einfach jetzt wiederholen und wieder können. Dann gibt es gleichschenklige Dreiecke. Klar gibt es gleichschenklige Dreiecke. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, die Strecke AB soll nochmal vorkommen. Also steche ich in A ein mit einem Kreis um B. Also das habe ich hier gemacht mit dieser gestrichelten Linie. Und dort, wo quasi dieser Kreis wieder den lilanen Kreis schneidet, dort ist dann mein nächster Punkt. Oder, und das ist der einfachere Sache, ich mache eine Mittelsenkrechte zur Strecke AB. Denn dort liegen ja alle Punkte, die gleich weit von A und B entfernt sind. Und dort, wo diese Mittelsenkrechte den Halbkreis schneidet, dort muss mein dritter Punkt sein. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben gelernt, dass es eben so Aufgaben gibt, wo es viele Möglichkeiten gibt, Dreiecke zu zeichnen. Und meistens gibt es dann immer eine zweite Eigenschaft, mit der man das dann eben hinkriegt, dass man spezielle Dreiecke zeichnet. Wichtig ist es hier, Grundwissen zu aktivieren. Man muss wissen, dass wenn man zum Beispiel einen Thaleskreis zeichnet,
Punkte entstehen, die ein rechtwinkliges Dreieck ergeben können. Oder wenn man die Mittelsenkrechte zeichnet, dass man zum Beispiel Punkte bekommt, die gleich weit von zwei Punkten entfernt sind. Also gerade dann, wenn man gleichschenklige Dreiecke zeichnen muss, ist die Mittelsenkrechte Gold wert. Das sind jetzt alles Knobelaufgaben, Knüftelaufgaben, einfach genau lesen und versuchen mit sogenannten Ortslinien Punkte ausfindig zu machen, die eben dieses N dann genau einmalig machen, nämlich genau zu einem Punkt von vielen.